Dr. Helena Rosendahl vom IAS-Forschungsteam auf den Ling-Shan-Inseln. Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen. Sie treiben draußen Zivilisten zusammen. Wir haben etwas gefunden. Im Fels. Diese Entdeckung könnte die Zukunft des Planeten verändern. Die Koreaner wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Mutter, Hände hinter den Kopf! Bitte! Zentrale hier, Sky Chief. Sind auf 25, Kurs Ost. Unser Radar ist gestört. Da braut sich ein Gewitter zusammen. Negativ, Sky Chief. Kein Unwetter in der Nähe und klarer Himmel. Over. Roger, Zentrale. War wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. Hey, Nomad. Gibt's sich auch nochmal? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor 2 Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor-Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einfliegen, Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Grün in 5, 4, 3... 2, 1. Los, los, los! Wir sehen uns dann unten. Lässt uns Presorg neuerdings Archäologen suchen? Das wird ein Spaziergang. Ich habe von diesem Typen gehört. Er muss was entdeckt haben, was das alles hier rechtfertigt. Von mir aus. Ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen auf mein Kommando. Los! Was zum Teufel? Er ist weg! Mein verdammter Schirm ist weg! Ich habe keinen Reserveschirm mehr! Reißen Sie sich zusammen! Sie sind über Wasser! Ihr Anzug absorbiert den Aufprall! Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herz ist gestört! Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand! Bin unterwegs. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Chester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich hab Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. Aztec, bitte kommen. Shit. Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Energiekritisch. Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. Immer noch kein Zeichen von Aztec. Nomad, stoßen Sie mit Chester zu Aztecs Position vor. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige. Ja gut, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf dem Kanal Simox. Wir spielen, also ich spiele für euch Crysis. Das ist schon etwas älter, das Spiel von 2.7. Und ich hatte das schon mal Let's Played für den Kanal hier. Und ich war mit der Qualität sehr unzufrieden.
Und deswegen nehme ich es nochmal neu auf. Hoffentlich jetzt in besserer Qualität. Ich habe es vorher jetzt mit Shadowplay versucht und da ging es gar nicht. Und jetzt versuche ich mein Bestes mit OBS. Ich glaube, wenn ich mich schnell so links-rechts bewege, dann ruckelt es leicht. Ansonsten ist das Bild allerdings sehr flüssig. Also relativ flüssig. Dann würde ich sagen, spielen wir mal. Obwohl ich muss auch sagen, ich bin ein absoluter Crysis-Fan. Es war mein erster richtiger Shooter, den ich gespielt habe. Und ich habe ihn schon dementsprechend etwas häufiger gespielt. Und um es dann etwas schwieriger zu machen, habe ich dann extra auf Delta gestellt, die schwierigste Stufe. Nur so vorab, ne, falls hier ab und zu ein paar Passagen kommen, wo ich die ganze Zeit verkacke, liegt das daran, dass ich die maximale Schwierigkeitsstufe genommen habe. Und ich mal gucken, ob ich denn auch wirklich alles nehme, also oder hier und da mal ein bisschen cutte. Die Cutscene wollte ich auf jeden Fall drin lassen. Aber so generell die ganzen Szenen dazwischen mal gucken, was ich mache. Schritt Nummer 1, ich muss aber jetzt erstmal, bevor ich jetzt hier zu dem lieben Jester vorstoße, das Wichtigste nachladen. So, und Waffen modifizieren, genau. Scheidämpfer drauf. Reflexvisier, taktischer Aufsatz für Schlafgeschosse. So, ist gleich hier Schalldämpfer, kein Laservisier. Fair Crisis nicht kennen, unbedingt nachholen. Muss man kennen. Ist ja eigentlich hier immer seit Jahren der, Titel, der immer angegeben wird, wenn es um Leistungsherausforderungen, also um die Systemherausforderungen eines PCs geht, weil das auch nach Jahren immer noch so fett geil ist mit der Grafik. Aber auch spielerisch finde ich das geil. Guck mal, Krabbe umgebracht, geht ganz schnell. Man hat ja diesen Anzug, hat man schon gesehen, einen schönen stylischen Anzug von Prada, der nicht nur gut aussieht, sondern auch verschiedene Sachen kann, wie maximale Stärke. Die Stärke erhöhen. Da sieht man unten rechts da die blaue Leiste, die Energieleiste, die füllt sich immer wieder auf. So, hier bin ich auch wieder stärker, kann auch stärker zuschlagen, höher springen. Dann der Standardmodus ist der Panzermodus, der mich einfach mir dafür zusätzliche Rüstung gibt, die auch nach einer Zeit halt wieder regeneriert. Ist also über die blaue Energieanzeige. Auch cool. Sprintmodus. Maximale Panzerung. Und eigentlich das wichtigste Item. Tarnfeld aktiviert. Das wichtigste Item. Tarnfeld aktiviert. Das wichtigste Gadget, der Tarnmodus. Ansonsten das hier Waffe modifizieren, was ich auch mit 10 machen kann. Weg daneben und werfen. Das habe ich. Zeige ich jetzt gleich mal. Gut schlagen. Benutzen Sie Ihren Schalldämpfer. Machen wir mal so. Man kann schön die Bäume kaputt machen. So, jetzt muss ich aber Munition sparen. Ist ja Delta. Aufpassen, Nomad. Feindkontakt auf 12 Uhr. Tarnfeld aktiviert. Wie war das? Energie kritisch. Okay, den habe ich jetzt betäubt. Wahrscheinlich nicht viel lang. Tarnfeld aktiviert. Jetzt habe ich wieder zwei Leute. Das Wichtigste, ich muss. Maximale Panzerung. Drei Headshots überlebt einfach. Und die Waffe ist einfach irgendwie despawned. Schön. Tarnfeld aktiviert. Liegt es hier irgendwo? Schön. Die zwei Leute hole ich mir da mit der Pistole. Maximale Panzerung. Und jetzt reicht ein bisschen Spiel. Tarnfeld aktiviert. Oh, da sieht man,
wie schnell es gehen kann. Ein Schuss und ich war direkt auf CWAP. Prophet, hier Estek. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Ich hatte auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Estek, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Naja. Das ist geil einfach. Also, dass sie einfach geht, aber die Tiere kann man wirklich erschießen. Das finde ich irgendwie. Ist zwar ja ein bisschen grausam, aber es ist trotzdem cool, dass man es macht. Dann. Maximale Stärke. Whee! Maximale Panzerung. Boing. Boing. Ich werde gucken. Ah nein, den sehen wir unseren Kollegen. Das ist die Tasche unseres Kollegen. Ah, zwischen den beiden kann man das sehen. Also ich wollte nach Crysis, auch Crysis, wo war Crysis 2 in Crysis 3 zocken, wenn das hier alles gut läuft. No man! Hier oben! Ah, da ist er ja. Wir müssen zuerst. Maximale Panzerung. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Estek? KVA-Patrouille. 4 Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Estek, was ist denn los? Adresse Santissima. Estek, Lagebericht. Jetzt! Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Griffith, hilf mir! Chester, helfen Sie ihm! Schnell! Das, los, los! Das klingt gar nicht gut. Uns hat er gerade eben was erwischt und also im Flug und jetzt hat's anscheinend Esther erwischt. Hauptsache der mit der Taschenlampe, der voll Special Tactics Team. Hörst du das? Mir gefällt das nicht, Mann. Tot, Boss. Verdammt. Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Was zum Teufel war das? Tja, das wüsste ich auch gern. Na gut, ich weiß es ja, aber... Ne. Sag ich jetzt auch nicht für die, die es noch nicht kennen, ne. Okay, es sind Aliens! Spoiler! Maximale Stärke, maximale Panzerung. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum.
aber leise, bitte. Das ist eigentlich das Coolste bei dem Delta-Modus, dass die Gegner einfach Koreanisch sprechen. Vorher sprechen sie Deutsch. Maximale Panzerung. Für der Sprache, wie du das Spiel eingestellt hast. Und jetzt spielen sie einfach Koreanisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Und erledigt. Eigentlich kann man. Ja, genau. Die Waffen kann man von denen auch so scannen. Falls man die im Gestrüpp nicht wiederfindet. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Funktion. Maximales Tempo. So, maximale Panzerung. Wir haben den J-Sock-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. So. Müssten wir eigentlich auch gleich sehen. Ist der hier eigentlich jetzt gleich... Ja, da ist Satellitenverbindung getrennt. Ich werde jetzt auch erstmal jetzt die Sturmgewehre der KVA benutzen und auch meine Pistole, um halt die Muni noch ein bisschen zu sparen. Weil man wird nicht so häufig mit dieser, also die ist eigentlich das geilste Gewehr halt vom Spiel her, aber wird man halt nicht kriegt man halt nicht zugeschmissen. Das muss echt Spaß sein. So, und jetzt sieht man, warum das Spiel so geil ist. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Tarnfeld aktiviert. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein.